mal von Interpretation. Was ist Interpretation? Weil erstmal arbeiten wir an einem Notentext. Möglichst orthografenkonform, möglichst genau. Weil wir müssen ja genau lesen, weil wenn wir zwischen den Zeilen lesen wollen, müssen wir die Zeilen erstmal richtig lesen. Sonst ist es Fummelskram. Also ich muss sehr exakt arbeiten. Und dann habe ich aber trotzdem immer noch Spielraum. Denn sonst würde ja alles gleich klingen. Weil jeder, der genau liest, der würde ja das gleiche spielen. Stimmt aber nicht. Wir erzählen immer die Geschichte ein bisschen anders. Das heißt, zwischen diesen Zeilen ist so viel Modulationsfähigkeit, dass kann man so deuten, das möchte ich Ihnen jetzt mal hier verraten. Wir machen mal eine Geschichte. Wir gehen auf einen Ball im 19. Jahrhundert. Und wie das so ist, Damen und Herren, Walzertanzen ist sowieso erstmal modern, sehr modern. Und es war ja verboten. Weil Walzer war ein Kontakttanz und das ging gar nicht. Das kam dann erst ein bisschen später und dann wurde das hochmodern. Deswegen schrieben die Komponisten so gerne Walzer. Und Sie müssen sich das jetzt vorstellen, es ist natürlich volles Kerzenlicht, nicht so schön, nicht so wie hier, sondern alles Kerzen. Und die Damen haben so einen Rock, der wippt dann fürchterlich, weil die auch so ein Holzkorsett drunter haben. Und dann sind die fürchterlich geschnürt, irgendwann fallen die um, weil die keine Luft kriegen, dann kommt der Kavalier mit Riechsalz. Und die Typen, die haben eine Uniform an, vielleicht ein Weiß mit so ein bisschen Goldlametta hier dran, mit einem Degen, der fürchterlich stört und im Weg ist. Und jetzt müssen die tanzen. Jetzt ist es ja nun so, wenn Sie zum ersten Mal mit jemand Walzer tanzen, mit dem kuscheln Sie ja nicht sofort. Ne? So, das heißt, das ist ja erstmal ein bisschen distanziert. Das heißt, das klingt dann erstmal so. Aber es sagt eigentlich noch nicht so richtig was aus. B-Teil. Jetzt können Sie sich vorstellen, die haben immer noch nicht richtig Kontakt. Und Sie quatschen so ein bisschen über die Schulter mit der Freundin. Zweiter Teil. Das wohnt Ihnen natürlich so ein bisschen. Und Männer können ja lügen wie gedruckt. Das heißt, sie sagt, eine schöne blaue Augen und so weiter. Sehr romantisch. Jetzt kommt das zweite Thema. Allerdings ist das, was die spannend findet, ist hier jetzt in meinem dritten Finger versteckt. Das klingt dann so. Aha. Das findet er auch gut. Und jetzt kommt das allererste Thema wieder. Aber jetzt ist er richtig engagiert. Ich hole dir die Stärke vom Himmel und so weiter. Schon deutlich engagierter als am Anfang. Jetzt kommt das zweite Thema aber zum dritten Mal. Und sie denkt sich jetzt, finde ich eigentlich gut. Ja, Daumen. So,